Willkommen zum Final Boss Fight in Donkey Kong Country Tropical Freeze. Frostfeuriges Finale gegen Lord Frederick, der Anführer der Viehkinger. An der Spitze der Donkey Kong Insel hat er sich verschanzt. In einer eisigen Höhle. Die aber gleich richtig brennen wird. Ihr seht, das Wortspiel war bewusst. Jetzt wisst ihr, warum das Finale frostfeuriges Finale heißt. Wir befinden uns zwar in einer eisigen Höhle, aber mit einem heißen Kern. So, und jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Denn der Boss ist sauschwer. Das weiß ich noch. Und ich weiß auch, dass er mir nicht wirklich gefallen hat. Da er mich größtenteils an das Gameplay das darf doch nicht wahr sein. Er erinnert mich größtenteils an das Gameplay gegen King K. Rool, der eigentliche Erzfeind von Donkey Kong, der auch in den ersten Games immer der Gegner war, also Donkey Kong Country 1, 2, 3 und Donkey Kong 64. Was macht der da? Und ich treffe ihn einfach nicht, holy shit! Jetzt! Aber aufgrund rechtlicher Probleme ist King K. Rool nicht mehr am Start, ja, weil die Charaktere rund um King K. Rool und die Kremlings gehören Rare, so sagt man zumindest. Wirklich 100% bestätigt ist das jetzt nicht, holy shit, weil King K. Rool zumindest immer wieder ein paar Nebenauftritte in Games hatte, beispielsweise Trophäe in Smash Bros. Oder so. Aber mehr halt auch nicht, ja. Es kann natürlich auch gut sein, dass Nintendo und in dem Fall jetzt Retro Studios einfach keinen Bock haben. Oh, holy fuck, alles klar. Die Kremlinge wieder zurückzuholen und einfach, ja, ihre eigenen Gegner ins Donkey Kong-Universum bringen wollen. Das kann ich ja eigentlich auch aus Entwicklersicht nachvollziehen. Aus Fansicht ist es halt ein bisschen schade. Aber was soll's. Fakt ist, gerade dieses stiermäßige Hin- und Herrennen, was er jetzt gerade macht, das erinnert mich total an King K. Rool. Oh, ein Herz, geil. Ganz, ganz wichtig. So, bis jetzt geht's eigentlich noch einigermaßen. Aber ich glaube, es ist auch ein großer Vorteil, dass wir halt Cranky haben. Weil ich habe das Gefühl, mit dem kann man viel, viel besser die Hits gegen den Boss timen. Man hat, wie man sieht, auch immer drei Möglichkeiten, ihm Schaden zu machen. Ich glaube, er hat wie jeder Boss 9 Leben. Aber wenn du ihn halt nicht triffst, während er da seinen Stierlauf ausführt, dann hast du Pech gehabt. Dann darfst du die ganze Phase nochmal machen. Sprich hier, Gegner grabben, in den Hintergrund schmeißen, ihn treffen und dann ausweichen und so. Und ich habe gerade echt extreme Probleme, ihn da zu erwischen. Jetzt aber. Voll ins Face. Ich habe ihn vorher nur zweimal getroffen, deswegen müssen wir ihm jetzt hier noch einen Hit mitgeben, damit wir in die vermutlich finale Phase kommen. So, und ich glaube, jetzt wurde es richtig fies. Ich kann mich aber nicht mehr richtig erinnern, was da abgeht. Schauen wir mal. Okay. Was soll ich machen? Hallo? Okay, das ist jetzt aber ein bisschen lächerlich, oder? Was soll denn die Scheiße? Was hätte ich denn da machen sollen, bitte? What the fuck? Das war jetzt eine Szene, da wären dann doch Diddy und Dixie besser gewesen. Ich hätte es auch gerade gar nicht begriffen. Konnte man irgendwie erkennen, welche Plattform als letztes runterfällt und dann musstest du dich positionieren oder was?
Ich weiß es nicht. Bullshit. Das ging alles so schnell. Ich habe nicht drauf achten können. Heißt, wir könnten nochmal an der Stelle verrecken. Wenn es blöd läuft. Aber hey, für den ersten Versuch war das eigentlich recht gut. Fails sind hier einprogrammiert, ganz klar. Weil wie gesagt, der Boss ist halt schon nicht einfach. Aber ja, ich mag ihn auch nicht so. Also, jetzt nach dem ersten Versuch ist er nicht ganz so schlimm, wie ich ihn in Erinnerung habe. Aber ja, ich finde halt, das hätte nicht sein müssen, dass sie hier so ein bisschen an King K. Rool anspielen. Was soll das denn jetzt? Entweder ganz oder gar nicht. Und warum das ein Gegentreffer war, check ich auch nicht. Ich meine, ja, ich habe ihn zwar an seinem Helm berührt, allerdings haben wir Cranky mit seinem Pogo-Stick. Der kann auch über Stacheln springen. Also, ne? Bisschen komisch, dass das jetzt als Gegentreffer gilt. Aber gut. Müssen wir akzeptieren. Lässt sich nicht ändern. Gehen wir es nochmal an. Es wird sowieso spielentscheidend erst gegen... Ach, zur Hölle. Gegen Ende. Ich glaube, es lohnt sich fast ein bisschen zu warten, weil er... Genau. Er richtet sich dann immer so seinen Helm oder ist erschöpft und währenddessen kann man ihn relativ einfach treffen. So, jetzt verlange ich aber ein Herz als Entschädigung. Danke. Erste Phase überstanden. Theoretisch, wenn man es gut anstellt, kann man ihn in 3 Durchläufen besiegen, weil du kannst ihn ja immer 3-mal treffen. Und vorausgesetzt, er hat 9 Leben. Kann man auch kurz einen Prozess machen, aber man muss halt wirklich punktuell und effektiv treffen. So, hier die Eiszapfen waren diesmal gar nicht so das Problem. Da haben die mich vorher schon etwas mehr unter Druck gesetzt. Aber ich weiß auch nicht, wie ihr das seht. Ich finde auch die Musik so nothing special einfach. Ich meine, das ganze Game über kriegen wir einen brillanten Soundtrack vorgesetzt. Und hier klingt das alles so indie-belanglos-mäßig. Oh, verfehlt. Nein! 2-mal daneben, bitte? Der Typ ist doch fett wie Rainer Kalm und warum treffe ich den denn nicht? Nix gegen den Rainer. Ich liebe dich, Rainer. Das weißt du. Ist nur ein Running Gag auf meinem Kanal, für all diejenigen, die neu sind. Ich hätte echt gerne ein Autogramm vom Rainer. Kann das mal bitte jemand arrangieren? Was macht Donkey Kong da eigentlich gerade? Sah voll komisch aus. So, komm her da. Hat er eigentlich auch so ein Alphorn? Oder was ist das für ein Instrument? Ja, schaut fast so aus. Bam. So, er wird aber auch immer schneller und demnach schwieriger zu treffen. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Okay, jetzt nochmal genau drauf achten. Was muss man hier machen zur Hölle? Die Plattformen werden von der Lava hochgeschleudert und dann muss ich nach hinten und dann nach vorne springen oder wie? Ja, ich glaube. Boah, und selbst dann ist es ultra knapp. WTF. Okay, was kommt jetzt für ein Shit? Nochmal Eiszapfen? Eigentlich sind es ja Eisdrachen, die von oben herabfliegen. Voll crazy. Aber das wird es vermutlich noch nicht gewesen sein. Ich glaube, der packt noch irgendwas anderes aus. Was ganz, ganz Fieses. Ich finde es halt auch ein bisschen unfair, dass man so leicht mit der Lava in Berührung kommt, weil da stirbst du halt instant, ne? Auch vorhin schon. Die Plattformen werden von ihm ja auch immer in die Lava gedrückt. Oh, ist das ein Treffer? Nee, ne? Es gibt bestimmt auch Leute, die den Soundtrack geil finden, ne? Also nix dagegen. Ist ja immer eine subjektive Wahrnehmung, aber ich persönlich finde ihn halt schwach. Wow, wie schnell ist der denn jetzt, bitte? Was? Okay, diesmal kann man ihn anscheinend nur noch 2-mal treffen. Nein, die Plattformen sind... Der hat die Formation geändert, der Bastard.
Okay, ich glaube, ich nehme dann doch mal Dixie oder Diddy. Diddy ist, glaube ich, ganz geil. Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Ja, es ist bitter. Es ist so bitter, wir hatten es fast, ne? Und dann ändert er da die Formation der scheiß Plattform. Ich hab's sogar noch erkennen können, aber leider den Sprung nicht mehr richtig hingekriegt. Oh, ist das eklig. Weißt du, und das ist halt auch der Grund, warum ich den Boss nicht so mag. Du machst einen Fehler und bist sofort komplett tot und darfst alles von vorne machen. Die ganzen Herzen sind scheißegal. Die Stelle ist so krass unfair. Ein Fehler und das ist alles sofort vorbei. Da bin ich nicht unbedingt ein Fan von. What the hell? Ich habe ihn halt jetzt ernsthaft nur einmal getroffen. Ja, ist schon traurig. Mann. Ich will jetzt natürlich auch nur bedingt Zeit vergeuden. Demnach wäre es ganz toll, wenn wir so schnell wie möglich wieder in die letzte Phase kämen. Bam. Ja, aber ich habe schon den Eindruck, dass wenn du Cranky hast, dass du einfach besser diese Sprünge timen kannst. Oder kommt mir das nur so vor? Na gut, jetzt lief's okay. Roll mal nicht rum, Alter. Du bist am deutlich längeren Hebel. Ich muss hier weinen. Hallo? Das mit der Lava ist asozial. Die ganzen Pinguine da im Hintergrund nur blöd glotzen. Voll schockiert sind. Was geht hier ab? Oh mein Gott. Also zumindest ist der Boss auch keine komplette King K. Rool-Kopie, ne? Also versteht mich nicht falsch. Nur diese Phase da, wenn es dann darum geht, ihm Schaden zu machen, erinnert mich halt total daran. Und irgendwie werde ich da ein bisschen salty. Weiß auch nicht. Oh, come on, Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Also zumindest nicht auf die ersten beiden Phasen. Lass es uns zu Ende austragen. Komm her. Komm, drei Treffer jetzt. Drei. Eins. Fuck you. Ja, die Enttäuschung hat man mir, glaube ich, angesehen. Spiegelte sich auch in der Leistung wieder. Jetzt bloß nicht Diddy verlieren, weil ich habe ihn halt extra wegen der letzten Phase genommen, ne? Das wäre natürlich der Kracher, wenn der jetzt irgendwie lame stirbt. Gerade hier bei dem Dude, es ist sehr gefährlich. Bleib stehen. Okay. Wir brauchen jetzt ein bisschen Glück, dass wir ein Herz kriegen. Yes. Und? Finale Phase, let's go. Schön auf die Plattform achten. Jetzt müssen wir es schaffen. Dritter Versuch, das wäre, glaube ich, auch eine gute Rate. Also. Nach vorne. Das bleibt gleich, aber danach ist es anscheinend random, je nachdem, wie er gerade Bock hat. Wie macht ihr das eigentlich, dass dieses Instrument mal kleiner, mal größer wird? Wenn er so eine Fähigkeit hat, dann sollte er das mal auf seine eigene Wampe anwenden. Total witzig, ich weiß. Mega. So, mir ist auch aufgefallen, man kann ihn jetzt in dieser Phase doch nicht komplett killen. Man kann ihm nur maximal zwei Treffer mitgeben. Also ein Leben bleibt ihm safe übrig, damit er diese fiese Aktion, wo ich vorhin gestorben bin, auch nochmal machen darf. Total gemein. So. Aber wäre natürlich geil, wenn wir ihm die zwei Leben schon abnehmen könnten. Aber er ist sauschnell. Oh, geiler Mart. Geiler Mart.
Ach, man, ach so, nee, ich hab mich verzählt. Offensichtlich kann man ihn doch dreimal treffen. Oder? Ach, was weiß ich. So, jetzt war es vorne, oder? Nee, doch die Mitte. Doch die Mitte. Alright. Alles gut. Aber danach wird's wieder random. Warte, was macht er denn jetzt? Okay, das erinnert mich auch so ein bisschen an King K. Rool. Mit Diddy ist es gar nicht so schlimm. Aber ohne... Holy fuck. Okay, ein Treffer noch. Come on, boy. K.O. Yes. Drei Versuche sind vollkommen okay. Okay, ein bisschen cringy war das Ending jetzt schon, wie ich finde, aber was soll's. Im Übrigen gab es da auch ein Easter Egg zu sehen. Das Instrument, das Cranky gespielt hat, basiert nämlich auf eines aus einem Spiel vom NES, glaube ich, das in Japan 1983 angekündigt wurde, aber nie erschien. Das nur am Rande. Ja, und zum Endboss muss ich sagen, ich fand ihn jetzt gameplay-technisch tatsächlich gar nicht mal so kacke, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Vermutlich war ich damals einfach zu schlecht oder... Ich weiß gar nicht, ob ich da groß gefailt habe. Ich glaube sogar gar nicht mal, das war der Fall, aber... wie auch immer. Die Musik gefällt mir zwar nach wie vor nicht und auch die King K. Rool-Anspielungen hätten jetzt nicht sein müssen, aber... Ja, er geht schon in Ordnung, ne? Sag mal's mal so. Ist jetzt nicht mein Favorite-Boss. Nach wie vor finde ich den aus Welt 2 und Welt 5 schon bombastisch geil. Und danach folgt dann vielleicht der erste. Dann der Final-Boss. Der vierte und zuletzt der aus Welt 3. Aber wie auch immer wir das Ranking aufstellen, alles in diesem Spiel bleibt großartig. Vom Leveldesign bis hin zur Musik wurde hier fast ausschließlich supermäßige Arbeit geleistet. Ja, das einzige Level, das ich wirklich als nicht gut empfand, ist das Honig-Harlekinaden oder wie es hieß. Ja, das in Welt 5 da mit den Bienen und dem Honig. Das war leider nix. Aber sonst gab es, glaube ich, nur noch zwei Level, die ich als mittelmäßig empfand. Und der Rest war halt einfach nur geiler Scheiß. Und das musste auch erstmal hinkriegen, ja. Es kommt zwar jetzt noch ein bisschen was. Und das ist auch nicht so toll. Aber war in Donkey Kong Country Returns nicht anders. Also Bonuswelten hat Retro Studios irgendwie nicht ganz so drauf. Apropos Bonus. Jetzt, wo wir schon so viel gelobt haben, müssen wir es hier auch nochmal verzeichnen. Die Bonusfässer und Geheimgänge, ihr wisst schon, ne? Diese Challenge-Räume, die sind halt leider nix. Wiederholen sich viel zu häufig, sind, ja, jetzt auch gameplay-technisch nichts Besonderes, bis auf vielleicht ein, zwei. Also da hätte man wirklich mehr Variationen reinbringen müssen. Das war nicht ganz so toll. Und hat sich die Musik während der Credits eigentlich verändert? Ich kann mich gar nicht an diese Tracks erinnern. Wie auch immer. Den Funky Kong konnten wir jetzt zwar nur am Anfang des Let's Plays testen, aber
ich würde sagen, der Funky-Mode ist für Anfänger wirklich gut geeignet. Also jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Jeder kann das Spiel durchspielen und jeder sollte es sich kaufen, denn es ist einfach geil. Es bietet so oder so eine gute Herausforderung, ja. Ich denke, selbst im Funky-Mode wird es nicht ganz so leicht, wenn man es zu 100% spielt, mit allen Puzzleteilen, Secret Exits und hast du nicht gesehen. Es ist schon sein Geld wert. Vielleicht nicht die 60 Euro, die es jetzt hier zum Beginn verlangt, aber ein 40er sollte man dafür allemal hinblättern. Und ich hoffe, dass die Reise für Donkey Kong weitergeht. Es kommt zwar jetzt ein DLC für Mario & Rabbids, der auch sehr geil aussieht, aber wie sieht's aus mit einem komplett neuen Game mit DK? Am besten vielleicht sogar in 3D? Nintendo, please make it happen! Ansonsten, was ich auch nicht unterschlagen möchte, ist, die Steuerung ist so viel besser auf der Switch mit dem Pro-Controller als auf der Wii U. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich weniger gefällt habe, dass einfach die Steuerungsoptionen besser waren. Gut, Secret Exits, haben wir ja auch schon gesagt, kamen viel zu häufig gegen Ende vor. Und ob da jetzt wirklich ein Ungleichgewicht zwischen den Kongs und ihren Fähigkeiten herrscht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich würde schon sagen, Dixie ist in den meisten Fällen der beste Partner. Alles in allem ein Prozentpunkt mehr von mir als auf der Wii U, sprich 94% für die Switch-Version, yay! Du hast ein mysteriöses Artefakt gefunden. Alle 7 mysteriösen Artefakte sind enthüllt. Und das, meine lieben Leute, heißt, wir können die Geheiminsel erreichen. Mit 3 zusätzlichen Leveln. Und genau die gehen wir dann in der nächsten Folge an. Nicht verpassen und Like da lassen. Es ist noch nicht vorbei.